Der Postbote war heute wieder da, hat mir mal wieder ein Amazon-Paket gebracht. Das muss ich natürlich auch gleich mit euch teilen. Ich weiß noch nicht so genau, was es ist. Das werden wir in ein paar Sekunden sehen. So, was haben wir denn hier? Ah, Wiresol Sports 2000. Ich habe mir nämlich Wireless Headphones bestellt, habe ich mir gedacht. Kann man ja mal gebrauchen, vielleicht. Ja. Wenn man mal ein bisschen Sport macht oder so. Zack. Was bei mir selten vorkommt. Die waren halt einfach im Angebot. Ich wollte mal haben. Wollte mal ausprobieren. Werde euch natürlich auch berichten, wie die Teile sind. Wie viele Stunden die aushalten. Die waren jetzt extrem billig. Habe ich bei Amazon geschossen im Tagesangebot für 8 Euro. IPX. 7 Waterproof Rated. So sieht die Verpackung. Also die Verpackung sieht auf jeden Fall schon mal, finde ich, ganz gut. Ziemlich edel aus. Was steht hier drauf? Support, Battery 100 mAh. Distance 10 Meter. Standby Time 250 Stunden. Musikzeit 6 Stunden. Talking Time 6 Stunden. Charging Time 2 Stunden. Outdoor Gym Travel Office. Wireless Headphones. Ja, für den Preis, wie gesagt, 8 Euro und ein paar zerquetschte, finde ich das schon mal eigentlich ganz schön, das Ding. Zack, das kann er mir. Bam. Dann haben wir hier, okay, die brauchen wir, glaube ich. Raus. Na los. Zack, das kann er mir. Sind die Ohrstecker, hier ist das. Zack. Zack. So. Wo habe ich jetzt eigentlich die Dings gelassen? Ich habe nämlich einfach mal gerade gar keine Ahnung, wie dieses Teil überhaupt links, rechts. Ja, schön. Und da wird es geladen über Micro-USB. Was haben wir hier? Haben wir hier auch noch was drin? Oh, was ist das? Das weiß ich nicht so genau. Ist egal, das bleibt jetzt erstmal hier. Und wofür ist diesesjeniges? Ah, okay. Zack, hier hätten wir das. Oh, das ist cool. Das USB, Micro-USB-Kabel. Ist hier so ganz komisch drin. Habt ihr überhaupt was gesehen? Ich weiß es nicht. Ich war da gerade so ein bisschen fasziniert, hab's da rausgezogen. Micro-USB-Kabel auf. Ich glaube, das soll wohl USB darstellen. Zack. Dann nehmen wir das gleich mal an den Rechner. Können wir es direkt mal ein Ründchen laden, würde ich sagen. Damit ich das mal austesten kann. Geht so. Ist das USB? Ist das USB? Wo ist denn mein Anschluss? Da ist mein Anschluss. Rechts, links, fertig. Na, ah, da. Ich hab zu wustige Finger und zu wenig Fingernägel, glaube ich. So, und dann wird es einfach hier unten reingestopft. Ah, irgendwie. Hilfe. So. Und jetzt fängt, wenn man es sehen kann, ich weiß es nicht, dieses rote Lämpchen da leuchtet ein wenig. Okay. Dann können wir das alles hier direkt reinstopfen in das Teil. Das finde ich ziemlich cool. So, jetzt habt ihr die Teile mal gesehen. Wie gesagt, 8,49 Euro, glaube ich, oder 79 Euro im Tagesangebot. Ich weiß nicht, was sie sonst kosten. 14,99 Euro. Ich werde euch noch ein Video machen und euch berichten, wie ich persönlich die Qualität so finde. Link ist wie immer unten drunter. Lasst mir einen Kommentar da, abonniert meinen Kanal oder auch nicht. Schaut euch meine anderen Videos an, vielleicht ist ja noch irgendwas Interessantes für euch dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann.